Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Streets of Rogue. Wie man sehen kann, das Clubhaus hat sich ein bisschen erweitert. Ich habe eine Menge neue Charaktere freigeschaltet. Und am allerwichtigsten ist aber, ich habe es... Oh ja, den will ich nochmal kurz anreden. Der hat einen ganz interessanten Dialog drauf. So, jedenfalls, ich habe mich wirklich durch die Slums zum Industriegebiet durchgeprügelt und ich habe das jetzt endlich freigeschaltet. Da muss ich nämlich jeden Abschnitt mit 5 beliebigen Charakteren bestehen. Das habe ich geschafft. Ich habe die Slums auch mit dem Doktor geschafft. Dann mit einem Polizisten, mit dem Barkeeper, mit dem Vampir und mit dem Gorilla. Mit dem 5 habe ich das hier geschafft. Jetzt mal gucken, ob ich das Industriegebiet schaffe, damit ich den Park freischalte. Einfach mal gucken. Wir schauen einfach mal zusammen. Und selbst wenn ich jetzt den Park freischalten sollte, heißt es nicht, dass ich jetzt komplett durchrushe und sage, ja Mann, ich ziehe den Park durch, das ist so mein großes Ziel. Nein, ist es nicht. Mein großes Ziel ist es für heute, das Industriegebiet zu schaffen. Und ihr seid natürlich wieder dabei. Ich werde natürlich den Fistinator nehmen, den ich mir selber zusammengeklöppelt habe. Genau. In der Beschreibung habe ich jetzt noch nichts Kreatives stehen. Also, falls ihr Ideen habt, was man beim Fistinator reinschreiben könnte, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schreibt einfach in die Kommentare, was da jetzt stehen soll beim Fistinator. Na, dann wollen wir anfangen. So, ich bin schon sehr gespannt. Werden wir es schaffen? Ich will mal schwer hoffen. Und los geht's. Wir müssen aufpassen, bei der Schiene kommt gerne mal eine Luft beigefahren. Was ist eigentlich unser Ziel? Unser Ziel ist Belohnung. Ja, und dann noch den Generator zerstören. Das Gute ist, ich bin explosionsgeschützt. Ergo, wenn ich irgendwo was in die Luft jage, dann kriege ich keinen Schaden davon. Neutralisieren Wissenschaftler. Ja, das ist gemein. Ob ich die vielleicht anhören könnte? Ist ein kompletter Schlägertrupp. Ich habe eine bessere Idee, pass auf. Ich klopf mal. Hey! Dann nicht. So. Der will nicht, okay. Willst du die komplette Straße doch nicht aufmerksam, außer der Typ? Gleich gehen wir rein. Okay, das Feuer will nicht aufhören. Okay, schau mal, ich reingehe? Nein. Ach Gas, ich könnte Schaden nehmen. So, und jetzt so. Autsch. Der hat es entdeckt. Aber ich bin ja nicht umsonst der Fistinator, den pisten jetzt einfach. Mach mal her. Boom, boom, boom. Jetzt stirb, Kumpel. Komm zurück, du feige. Egal. Moment. Zack, seht ihr, ich bekomme keinen Schaden. Das ist gut. Ja, die neutralisieren wir gleich. Hoppla, der hat uns entdeckt, nicht gut. Aua, aua. Ich habe eine bessere Idee, pass auf. Ich kriege keinen Schaden durch Explosion, nicht wahr? Eine gute Idee. Boom. Oh, hoppla. Das war jetzt nicht so geplant. Wie bald sagt, normalerweise kriege ich eigentlich keinen Schaden durch Explosionen, aber jetzt bin ich ja durch eine Explosion gestorben. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Okay, wir versuchen es nochmal. Neues Gebiet, neues Glück. So, jetzt aber. Unsere Aufgaben bestehen darin. Genau, ja, ich sehe schon. Sklaven befreien, das kriegen wir hin. Und einstecken von Baseball von den Typen da oben. Vom Arbeiter. Gut, gut. So, Müll durchsuchen. Wir haben ja kein Geld. Wir haben rein gar nichts. Wir starten mit leeren Taschen. Ach, was die spezielle Fähigkeit von Fistinator ist, wollt ihr wissen? Ja.
lass mich so sagen, er fällt Leuten gerne hinterrücks in den Rücken. Befreien, ja, warte mal. Aber die können wir freikaufen, oder? Es gab einen Kauf $90. Die haben wohl den Arsch offen. Na, vielleicht finden wir hier irgendwo ein bisschen Geld oder eine Alternative, ihn zu befreien. Öffnen, wir gehen rein. Feuer ist weg, das öffnen wir ebenfalls. Ja, dann ist die Tür. Ich erstmal. Danke. E-Mails lesen wäre unhöflich. Ich finde das jedes Mal lustig. Nein, das wäre unhöflich. Wir können Jesus nicht kreuzigen. Oh ja, können wir da irgendwas reinstecken? Nein, ich habe nichts zum Reinstecken. Naja, wühlen wir mal ein paar Mülltonnen rum. Hallöchen, Spritze mit mysteriösem Inhalt? Das ist interessant. Gut, gut, gut. Die stecken wir mal da gleich rein. Alarm! Alarm! Kommt raus, kommt in meine Arme. Ach nee, das ist ja noch ein Polizist. Nichts, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, komm her, ich fiste alle, komm her. Boom, boom. Moment, Moment, ja. Boom. Ja, ich hab den Baseball-Mini-Kühlschrank. Perfekt, raus hier. Okay, gleich kann ich euch meine spezielle Fähigkeit zeigen, denn für diese spezielle Fähigkeit muss ich nämlich ein paar Leben verloren haben. Und da ich gerade ein paar Leben verloren habe, kann ich euch gleich zeigen, was ich so alles gelernt habe. So, gehen wir mal zu den Sklaventreiber rüber. Was macht denn der da drüben? Tanzt der? Er macht den Po, Boogie Boogie, das macht ihn so, supi supi. Gut, zum Sklaven runter. Wir haben keine erwähnenswerten Gegenstände, das ist schade. Sklaven befreien, kein Problem. Wo ist denn nochmal Sklaventreiber? Da mal ein. Also, meine Idee ist halt, wenn alle Sklaventreiber weg sind, dann dürfte ja nicht erfüllt, der Sklave kann dich nicht ausstehen. Oh, schade. Okay, wir hauen ab. Flucht! Flucht! Es war nicht so geplant gewesen. Allahu Akbar, oh Gott. Die jagen sich gegenseitig in die Luft. Hilfe! Hilfe! Ein Wahnsinniger! Ein geistkranker Killer, ein geistkranker Killer, wir müssen alle sterben. Weg hier. Ach komm, das haben wir doch locker geschafft, alles gut. Kollateralschäden, das passiert jeden Mal. Alle Spritzen werden erkannt. Ein glitschiges Ziel. Feinde fällt es schwer, auf dich zu zielen. Ja, ein Sniper. Puh, das war vielleicht eine Aktion. Ich hätte nicht gedacht, dass das fehlschlägt. Ich dachte wirklich, hey, wenn ich jetzt die ganzen Sklaventreiber töte, dann mögen mich die Sklaven und dann folgen die mir, aber egal. Jetziges Ziel ist erstmal Tresor knacken, Schalter betätigen und Kiste, okay. Was war das? Hier passiert gerade irgendwas. Schichte. Ja, Gegenstand einstecken. Die Wand können wir nicht durchschlagen, ne? Wir müssen da irgendwie rein. Kann ich vielleicht irgendwie die Lüftungsschächte irgendwas reinstecken? Nein. Wobei die Polizisten alles sehen. Ich wollte nicht verklopfen. Geld, aber ich habe ein bisschen Geld zu bekommen, na klar. Moment, ist das eine Arztpraxis? Können wir da vielleicht irgendwie ein bisschen Blut spenden?
mit Hummer. So eine wilde Gruppe haben wir hier. Aber warum denn schon? Kann ich mit denen nicht irgendwie interagieren? Mal gucken. Motivation bieten. Hier kommen wir, besauf dich ordentlich. Du bist der Beste. Hoppla. Freundlich, aber mal freundlich. Kann ich dann mit dem irgendwas anstellen? Vielen Dank für die Gaben. Ich glaube, der wird einfach nur ein Auge zudrücken, nicht wahr? Falls wir irgendetwas Dummes begehen sollten. Genau. Schalter betätigen. Ach ja, stimmt. Tür ist verschlossen. Ich kann da ja nur klopfen. Hallo. Hallo. Stopp! Na komm doch mal her. Komm mal her. Schön. So, wir klettern durchs Fenster. Ich hab zwar ein paar kleine Leben verloren, aber das ist mir gerade völlig egal. Ich versuch mal jetzt nur zu entschärfen. Fehlgeschlagen. Ich krieg aber keinen Schaden. Na, ist das schön. Das ist ja schön an einem selbstgebauten Charakter. Mach Boom! Und ich krieg keinen Schaden. Los, explodier! Boom! Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Oh, hoppla! Ah, nicht gut! Und wieder hassen mich alle! Wo ist er? Wo ist dieser Fistinator? Wir müssen ihn töten. Gott, die wollen mich alle töten. Ah, Hilfe! Geistkranke Killer! Die müssen alle sterben! Katastrophe! Das darf man echt niemandem erzählen. Bisher damit. Oh, wir betätigen den letzten Schalter. Meins! Perfekto! Und wir hören ab. Katastrophe! Was für ein Massaker! Puh, okay, gut, Tresor. Ja, ja, den knacken wir mal ganz schnell. Hummel, geh mal da weg. Aber ja, theoretisch, Fenster einschlagen, durchklettern und die Sache ist geregelt. Leider ist ein Polizist im Weg. Und wir bräuchten noch ein Passwort, genau. Wer von denen könnte theoretisch das Passwort haben? Der Typ da bestimmt. Oder aber, Moment, ich mache Gebrauch meiner Fähigkeit und beiß den Typen. Komm her, Pisten. Ja, ja, komm. Hopp. Gott, ist das brutal. So. Wir sind nicht da. Oh Gott, was ist dir passiert? Rüdiger, bist du tot? Ja, ich glaube, der Rüdiger ist tot. Ah, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ach Gott, er hat mich bemerkt. Hilfe, ein Wahnsinniger mit Darks ist nicht mehr her. Hilfe. Ey, ich bin so bewaffnet. Ja, ich habe ein Schwert. Schwert gegen Axt. Komm mal her. Wir kämpfen die richtigen Männer. So, meins, das gehört alles mir. Tresorkombination, wunderbar. Ah, das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Vielleicht hau ich doch über das Fenster ein und steige da durch. Alter, sind gerade eine Menge Polizisten unterwegs, die ich bestechen könnte, wenn ich genug Geld hätte, was ich nicht habe. Fenster klettern, danke. So. So, geknackt und wir haben den Schalldämpfer. Sind erfüllt. Letzte Mission, ganz da oben. Kiste. Das kennen wir ja durch. Ja, wir werden bestimmt irgendjemanden finden, den wir auszutschen können. Aber Polizisten will ich nicht unbedingt wehtun. Polizisten sind anständige Menschen. Ebenso wie Ärzte. Begegnet diesen Leuten bitte mit sehr viel Respekt. Vor allem Ärzten, das sind eure Freunde und Helfer. Na gut, Polizisten auch, wenn man so sieht.
Klingelstreich. Ach nee, warte mal, ich könnte sterben, wenn ich das mache. Also, wenn ich mich auch hier Polizeischlagschluck, damit hau ich den einfach. Ich will nicht unbedingt den Inhalt der Kiste haben. Boom. So, ich habe noch ein paar Leben von, das bedeutet, ich habe sehr viel Hunger und kann sehr vielen Leuten das Blut aussaugen. Betäubungsgewehr, sehr geil, das will ich haben. Meine Finger sind zu groß und stummelig zu wenden von Waffen. Was? Ach, ist das der Perk, den ich mitgenommen habe? Scheibenkleister. Mist. Okay, passiert jeden Mal. Ganz nach oben. Feuerwehrmann, ne? Den hätten wir aussaugen können, egal. Weil ich will das jetzt nicht unbedingt auf offener Straße machen. Zerstören, einstecken. Feuerwehrmann, ja, aber es sind gerade zu viele Zeugen unterwegs. Wo kommen die alle her? Wenn ich den Polizisten auslutsche, dann merken die das ebenfalls. Es gibt immer irgendwelche Leute, die aus dem Nichts auf einmal auftauchen. Ah, der hat eine Banane gehabt. Mal da komme ich durch. Moment, einfach nur einschlagen, rein und dann wieder raus. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Ihr habt nichts gesehen. Sind die wieder weg? Nein. Wach ist weg, sehr gut. Einfach nur einsteigen, das Ding kaputt kloppen und wieder raus. Ich hab's. So, raus hier. Hoa, wir haben es geschafft. Sehr schön. So muss das sein. So hat das sich zu gehören. Stärke. Ja, mehr Schaden von hinten. Ja, bin dabei. Moment, könnte aber auch bedeuten, dass ich jetzt auch weniger Leben dazu bekomme, wenn die Person vorher das Zeitliche segnet. Fragezeichen. Wir schauen mal. So, Industriegebiet. Kopfgeld auf mein... Oh, Mensch, ich darf nicht mehr vertrauen. Das ist immer sehr dämlich. Wenn auf einmal die ganzen Leute in der Nähe sind, ist das schon ein bisschen blöd. Den vertraue ich nicht. Ich gehe dann immer... Ich gehe immer dann den ganzen Leuten aus dem Weg. Okay, okay. Ah! Die beiden Ziele sind relativ weit oben, okay. Neutralisieren, Drogendealer. Der hat allerdings eine Menge Bodyguard. Hilfe, es ist ein Wahnsinnig hinter mir her. Oh Gott, Hilfe. Das darf doch nicht wahr sein. Also noch der Drogendealer. Den mögen natürlich die ganzen Leute. Das ist schlecht. Dieb, feindlich. Hilfe. Katastrophe. Aber ich bin schwer bewaffnet, muss man dazu sagen. Ich könnte die Polizisten bestechen. Polizei, ich muss dich bestechen. Nicht genug Bargeld. Ah, das kostet 70 in dem Gebiet. Bei den Slums kostet es nur 50. Vielleicht wird der Dieb gleich überfahren, das wäre super. Nachdenken. Ach, der hat keinen Lust mehr. Der hat einfach so die Leute kaputt. Stirb. Flinte, null Schuss. Okay, nochmal nach oben. So. Also wir haben da einen Drogendealer. Den mögen natürlich die ganzen Leute. Natürlich können die Typen auch einfach alle einzeln weglocken und dann auslutschen. Der Power braucht einen Plan, oder? Ich gehe einfach rein und kloppe alles kaputt, was sich bewegt. Ich habe eine Menge Waffen. Ich habe sogar eine Axt. Meine Güte. Was haben die beiden Lullis?
Aber probieren wir mal. Vielleicht kann ich kann mit denen sogar reden. Warte mal kurz. Bedrohen. Ja! Na bitte! Man muss nicht immer alles mit Gewalt lösen. Man kann auch mal mit den Leuten reden. Vollkommen sachlich bleiben. So, das hätten wir geregelt. So, jetzt können wir auch die Polizisten bestechen. Sehr gut, aber was ist unser letztes Ziel? Unser letztes Ziel ist... Zerstören, einstecken, okay. Polizei, ich muss dich nochmal kurz bestechen. Ja, ignoriert mich einfach mal. Ich stehe über dem Gesetz. Okay, ich mache gerade einen Plan. Ja, komm, mach mal auf. Ja, einfach kaputt schlagen und einsteigen. So ist mein Plan. Wenn der mich sieht, ey, ich stehe über dem Gesetz. Was will der machen? Hey, lass das! Und der schläft einfach weiter. Autsch. So, Testament, ich hab's. Weg da. So, Gebiet verlassen. Wir haben unsere Aufgaben erfüllt. Wunderbar. Hinter. Wir müssen dahin. Ja, Mann, wir haben's geschafft. Huh, Trophäe erhalten. Industrieidol. Geil. Wir haben's geschafft. Wir haben's endlich geschafft. Wir haben das Industriegebiet geschafft. Und jetzt gucke ich mal nach, wie es im Park aussieht. Das würde mich mal interessieren. Ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt schaffe, ja? Ich will einfach nur mal gucken. Park. Hallöchen. Oh Gott, Hilfe, was ist das? Ein Kannibale. Hilfe. Oh, man kann hier sogar schwimmen. Hier ballern sich gerade ein paar Leute gegenseitig kaputt. Lass mich in Ruhe, du Wahnsinniger. Kannibalen, ich glaube hier wohl schneit. So. Hat nur ein Geld dabei gehabt. What do you buy it? What do you sell it? Aua! Au! Au! Okay, aber die Dinge, die wir erfüllen müssen, die befinden sich jetzt nun draußen, oder wie? Au, ein Ladeninhaber, ey, der ist ja komplett wahnsinnig. Aua! Sexuell verwirrt, oh Gott. Hilfe, ich bin sexuell verwirrt und werde von paarungswilligen Blondinen angegriffen. Mist. Ja, ich bin gerade verwirrt und kann gerade die Tasten knallen. Ja, jetzt so, ja. Klappt das? Ja. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht mehr verwirrt, oder? Ich bin immer verwirrt. Schade. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Aber ich sterbe gleich. Ich brauche was zum Beißen. Sehr schön. Immer diese Kannibalen. Muss man immer die ganze Zeit irgendwelche Leute aussaugen? Ich weiß ja nicht. Ich bin edel. Ich bin ein edler Vampir. Büromensch mit Schrotflinte irgendwo mitten im Park. Ist das hier wirklich so gefährlich? Na gut, wir haben es gerade miterlebt. Hier ist es verdammt gefährlich. Neutralisieren Sie Kannibalen. Kannibalen mitten in einem Stadtpark. Oh, hoppla. Aua, au. So gefistet und... Hilfe, es sind immer noch zu viele. Banane, Bier. Von hinten. Hat man natürlich mitbekommen, na klar. Komm schon, Baseballschläger gegen Axt. Aua. Ah, Bärenfalle. Das war's. Egal, gut, wir haben das Industriegebiet geschafft. Ich habe meine Aufgabe für heute erledigt. Geil, das war geil. Das fand ich super. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann das Industriegebiet freigestellt habe. Oder aber, ihr wollt sehen, wie ich... Ja, siehst du, mit Fissionat habe ich bereits... Sehr schön. Oder ihr wollt noch sehen, wie ich vier andere Durchgänge durchs Industriegebiet mache. Je nachdem, für was ich mich entscheiden werde, es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Wochenanfang. Passt auf euch auf und macht's gut, meine Lieben. Ciao.